Hey Leute, was geht? Onkel Mo wieder hier am Start. Ja Leute, ganz wichtig, es gab heute Wartungsarbeiten. Ja, ihr seht es, also quasi heute, genau, wir haben heute Donnerstag. Ja, und es gab heute Wartungsarbeiten. Es kann dann sein, dass das Video heute nicht mehr rechtzeitig kommt, dass es dann vielleicht morgen da ist, ja. Aber ganz wichtig ist, bei den Wartungsarbeiten gab es auch Veränderungen von Brawlern. Einige sind besser geworden, einige sind schlechter geworden. Leute, das ist echt wichtig. Es gab sehr gute Veränderungen, ja. Und viele sagen zu mir, ey Mo, ich will ein besserer Spieler werden. Mo, ich möchte einfach wirklich easy Rang 30 pushen. Und ich sage das immer wieder zu euch. Ihr könnt oder ihr müsst die Brawler auswendig lernen oder ihr müsst die Brawler ein bisschen beherrschen. Ihr müsst wissen, was euer Gegner kann und was der Brawler kann, den ihr pusht. Und wenn ihr das wisst, dieses Spielverständnis, ihr müsst so ein bisschen Spielverständnis haben. Und wenn ihr das habt, könnt ihr easy pushen. Wir gehen schnell auf die Änderungen ein. Es sind gute Änderungen. Einige Brawler waren zu stark. Wirklich, die waren zu stark. Ich bin so froh, dass die verschlechtert worden sind. Wir fangen an, ihr wisst es, ich hatte ein Video gemacht vor einigen Tagen, die 5 stärksten Brawler oder die besten Brawler in Brawl Stars. Dieser Brawler war auf Platz 1, ja? Und ihr seht es, dieser Brawler war auf Platz 1 und er hat sofort, ja, er hat sofort 4 Nerfs bekommen. 4 Nerfs bekommen. Das ist der Wahnsinn, ja? Das ist der Wahnsinn. Es geht um Chester. Vielleicht kann das mein Cutter vom alten, also wo er noch so stark war, vielleicht einblenden. Die vierte Glocke hatte, also das ist ja die Star Power, die vierte Glocke, die hat irgendwas mit 4300 gemacht, ja? Und jetzt macht die 3840. Also knapp 500 Damage weniger. Das ist sehr viel. Was wurde bei ihm verschlechtert? Schon mal der Damage. Erster Nerf. Vielleicht kann unser Cutter da sowas machen. Rot, ja. Rot ist immer schlecht, ihr wisst es. Erster Nerf ist Damage verschlechtert als erstes. Als zweites, so bei dieser Ulti wurden 3 Sachen verschlechtert. Das ist der Wahnsinn. Aber die Ulti war zu stark, das wisst ihr alle. Ihr habt jemanden gestunt, das war ein Freakill. So, die erste Sache, was verschlechtert worden ist, die Geschwindigkeit von der Attacke, also von diesem Stun. Wir gucken mal, die fliegt jetzt ein bisschen langsamer. Habt ihr das gesehen? Man hat das schon gesehen. So, man hat das schon gesehen. Es ist langsamer geflogen. Wir versuchen, die Ulti mal nochmal zu bekommen. Vielleicht haben wir Glück. Okay, so. Wir machen es mal nochmal. Die Geschwindigkeit, wie die Ulti fliegt, hat sich um 25% reduziert. Ja, Leute. Man kann das dodgen. Davor, das hat so schnell geflogen. Du konntest gar nicht dodgen. Du konntest auch, du hast ihn sofort gehittet. Das war der Wahnsinn. Guter Nerf. Zweiter Nerf. Gefällt mir auch sehr gut. Es geht auch um diese Ulti. Ja, wir brauchen wieder diese Ulti. Vielleicht kriegen wir sie sofort. Ja, super. Wir haben sie wieder bekommen. Zweiter Nerf ist, ja, wenn ihr ihn gestunt habt, ja, also davor war es 2 Sekunden. Ja, und jetzt ist es 1 Sekunde. Ja, sehr gut. Und ihr habt schon was gesehen. Ja, ihr habt schon was gesehen. Der Damage. Ah, Leute, so gute Nerfs. Das ist der 4. Nerf, ja. Und jetzt das Wichtigste, Leute. Guckt auf den Damage. Die Ulti, der Stun, macht nur 300 Damage. Davor hat der Stun 2100 Damage gemacht. War viel zu viel. Perfekter Nerf. Viele werden sich jetzt fragen, ey Mo, ist Chester noch stark? Ich sag euch ganz ehrlich, Chester ist nicht mehr der beste Brawler im Spiel. Wenn ihr Bock habt, dass ich euch ein neues Ranking mache, weil ihr werdet gleich sehen, andere Brawler sind auch schlecht geworden, die in den Top 5 waren. Wenn ihr Bock habt, dass ich ein neues Ranking mache mit den Top 5 Brawlern aktuell jetzt, also nach dem Update, also quasi nach den Wartungsarbeiten im Brawl Stars, lasst gerne einen Kommentar da, schreibt es rein, Mo, mache bitte ein Video. Und wenn wir 500 Likes schaffen, Leute, 500 Likes schaffen, dann kommt das Video, versprochen. Kommen wir zum nächsten Brawler. Guter Nerf, Supercell, thank you. Thank you so much. Es ging schnell. Also Leute, Supercell, die machen das gut. Ihr seht es, die sind... Also wirklich Supercell, was Balance Changes angeht, ja, die sind da sehr, sehr gut, ja. So, zweiter Brawler ist Buster. Oh, Leute, ich bin so froh, dass dieser Brawler genervt worden ist. Danke, danke. Er war zu stark, immer noch zu stark. Er hat so viele Nerfs bekommen, er war noch zu stark. So, ich zeige euch, was mit Buster passiert ist. Erstens, sein Damage. Ihr seht es schon. Leute, er macht viel zu wenig Damage. Er macht mittlerweile im Nahkampf, ihr seht es, 1980. Davor waren 2250. Das ist sehr viel, Leute. Das ist sehr viel. Ja, also ich zeige es euch nochmal. So, 1000, wirklich. Wenn ihr in ihm drin seid, 1980. Davor war es 2250, also knapp 280 Damage weniger pro Attacke. Also, es ist der Wahnsinn. Das ist der guter Nerf. Erster Nerf, Damage.
Dann geht's weiter. Oh, Leute, dankeschön. Es geht um die Dauer der Ulti. Ihr seht es jetzt. Oh, sehr schön. Fertig. Ja, statt 6 Sekunden auf 3 Sekunden. Super, Leute. So ein guter Nerf. So ein guter Nerf. Ja, wirklich sehr, sehr gut. Ich bin so happy, dass das passiert ist. Und dann der dritte Nerf, den er noch bekommen hat. Das wissen viele gar nicht. Das ist die Star Power. Wenn ihr jetzt den links aktiv habt, ja. So, ihr seht es. Normalerweise habe ich davor 20% weniger Damage bekommen. Ja, jetzt kriege ich nur 10% weniger Damage. Das wurde auch genervt. Ja, die Star Power war broken. Sehr gute Nerfs. Sehr. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr diese Nerfs schon findet. Es geht aber noch weiter. Es geht noch weiter mit Brawlern, ja. Es geht noch weiter, Leute. So, es geht noch weiter. Das war der zweite Nerf. Kommen wir zum dritten Nerf. Dritte Nerf bin ich... Danke. Danke, danke, Supercell. Danke. Leute, ich bin echt glücklich. Es geht um das Gadget von Gray. Es war zu stark. Es war zu stark. Ja, mein Cutter, wenn er das vom alten Video reinholt, kann er das vielleicht besorgen. Ah, Leute. Ah, super. Leute, guckt es euch an. Super, Leute. Super Nerf. Das Gadget wurde genervt. Ja. Ich sage euch ganz ehrlich, Gray ist immer noch ein Top-Brawler. Ein Top-5-Brawler. Ja. Er ist immer noch ein Top-5-Brawler. Leute, Gray ist sehr, sehr stark. Wenn ihr mal auch Bock auf einen Gray, so einen Gray-Guide habt, wieso er so stark ist, wo ich ihn euch detailliert erkläre, wieso, weshalb, warum, schreibt es in die Kommentare. Ich kann es euch erklären. Das Problem ist, Gray, du hast viele Möglichkeiten mit Gray. Zu viele Möglichkeiten. Er hat so eine gute Star-Power, ja. So eine gute Ulti. Manchmal denkst du, er hittet dich nicht, er hittet dich. Der Damage ist gut, 1740, ja. Guckt es euch an, ja. Also, er ist echt sehr, sehr stark. Also, Gray ist wirklich sehr, sehr stark. Er ist jetzt wirklich so knapp, vielleicht Top 5, vielleicht Top 6, aber er ist noch ein sehr guter Brawler. Ja, Gray. Davor war er OP mit dem Gadget. Du hast Map aufgemacht, fertig. Ende aus Mickey Mouse, ja. Kommen wir zu einem Nerf, der mir persönlich wichtig ist. Ist das Grom. Grom war zu stark. Laut einigen Leuten war Grom der stärkste Brawler im Spiel. So, Grom wurde genervt. Es geht um das Projektil. Das Projektil, ja. Ich hoffe, mein Cutter kriegt es hin und kann euch einmal machen, vorher, nachher, ja. Es geht um das Projektil. So, die Geschwindigkeit hat sich von 880 auf 840 reduziert. Ihr seht es ist ein bisschen langsamer geworden. Die Sache ist jetzt, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich es merke. Aber ich glaube, ich habe das Gefühl, dass er immer noch sehr stark ist. Also die Geschwindigkeit quasi, wenn das Projektil sicht, also ihr seht es, ja, ich werfe das Projektil und dann verteilt es sich. Ich glaube, Leute, da hat sich nicht viel getan. Es ist ein bisschen langsamer geworden. Ich glaube, da tut sich nicht viel. Das waren die Nerfs, die Brawler, die verschlechtert worden sind. Und jetzt gibt es einen Buff. Jetzt gibt es einen Buff. Dieser Brawler ist jetzt sehr, sehr stark. Es geht um den Brawler, wo ich auch gesagt habe, dieser Brawler ist aktuell nicht so gut, ja. Es geht um Mandy. Dieser Brawler ist sehr stark jetzt geworden. Guckt euch das an. Ihr kennt die Bar. Wenn Mandy stehen bleibt, dann hat sie den Fokus. Ey, Leute, guckt euch das mal an, wie schnell sie den Fokus hat. Tschüss. Boah. Ja, du gehst zurück. Oha, du hast sofort den Fokus. Ah, Leute, Wahnsinn. Also Mandy, ich denke, dass Mandy jetzt ein Top-Brawler ist. Ja, dieser Buff war sehr gut. Ja, ihre Ulti war sowieso broken, braucht man nicht zu reden. Auch ihr für ihre Ulti, dass sie da den Dings hat, den Fokus hat, das wurde nicht gebufft. Ja, das dauert immer noch. Also da müsst ihr kurz warten. Da hat sie so einen kleinen Cooldown. Also was heißt Cooldown? Da braucht sie einmal quasi, um diese Ulti aufzubauen. Aber jetzt, Leute, seht euch das an. Zack, zack. Ihr geht kurz zurück. Ihr habt, boah, Wahnsinn. Mandy interessant. Ich glaube, ich werde jetzt Mandy auf Rang 35 pushen. Ja, ich glaube, ich werde jetzt Mandy auf Rang 35 pushen. So, das war der Buff. Also, der Buff war, wir haben einen Buff bekommen und das ist, dass Mandy ihren Fokus schneller hat. Das wurde verbessert. Das ist auch eine gute Verbesserung. Das war notwendig. Der Brawler war nicht gut. Meiner Meinung nach war er nicht gut, ja. Und dann haben wir die Verschlechterung. Ihr habt sie gesehen. Lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Ich habe das Video auf die Schnelle gedreht. Verzeiht mir, wenn die Qualität, wenn ich so hektisch geredet habe. Ich hatte nicht so viel Zeit. Ich wollte es aber trotzdem schnell machen, das Video, weil es mir wichtig ist, dass meine Community, dass ihr wisst, welche Brawler besser geworden sind, welche schlechter geworden sind. Weil Leute, ihr müsst die Brawler wissen. Wenn ihr die Brawler auswendig kennt, wenn ihr die Brawler wisst, wie die funktionieren, was die können, nur so könnt ihr euch in Brawl Stars entwickeln. Das war mir persönlich wichtig. Lasst ein Like da, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr den Kanal nicht abonniert habt. Ich sage ciao, peace, Onkel Mo, bye bye.